wir hatten ja bisher ganz viele E-Paper-Lösungen bei Funke im Einsatz und keiner hat wirklich so richtig all unsere Anforderungen erfüllt. Die eine hat vielleicht ein bisschen bessere Usability für die Kunden gehabt, die andere hat vielleicht ein bisschen bessere Backend-Anbindungen gehabt. Mhm. Und für uns geht es ja immer darum, dass wir für alle unsere Leser, aber auch Anzeigenkunden wirklich eine State-of-the-Art Premium-Lösung haben, die tolle Vermarktungsmöglichkeiten für die Anzeigenkunden hat, aber vor allen Dingen auch ein tolles Lesererlebnis, was mhm. wirklich ganz dicht an die gedruckte Zeitung rankommt, ja. Für die Leser. Und dann haben wir ganz viel uns den Markt angeguckt, haben auch überlegt, was für uns wichtig ist, und haben verschiedene Cluster gebildet. Und neben dem eigentlichen Leseerlebnis war für uns gerade die Anbindung unserer Inhalte total wichtig. Wir haben halt 19 Tageszeitungen, 144 Regionalausgaben, ich glaube 2.000 oder 3.000 produzierte Seiten pro Tag, die auch untereinander wieder alle querreferenziert werden. Und da brauchten wir eine Lösung, die auch sowas mit einer hohen Performance und Stabilität abbilden kann und auch ein Partner, der uns hilft, das in so einem wirklich in einem großen Verlagsunternehmen in jeden einzelnen Fachbereich zu bringen. Und damit haben wir uns dann ganz viele E-Paper-Lösungen angeguckt, die es am Markt gibt. Und VisoLink war wirklich die einzige Lösung, die in allen unseren Kriterien einfach das wirklich gut und sehr gut erfüllt hat. Das waren dann auch solche Kriterien wie Datenanalyselösung, Vermarktungsfunktion, zusätzliche Inhaltsfunktion, die wir dann auch einfach toll fanden.